Ein einfacher Taschendieb stiehlt eine Tasche, in der sich eine Bombe befindet, und wird in einen großen Komplott verwickelt. Hey zusammen, heute erzähle ich euch von dem amerikanisch-luxemburgerischen und französischen Action-Thriller The Take von 2016. Ein anderer Titel für den Film ist auch Bastille Day. Der Film beginnt am Vorabend des französischen Nationalfeiertags in Paris. Michael Mason, ein amerikanischer Trickbetrüger, raubt mehreren Leuten die Brieftaschen, während eine Frau nackt durch die Menge läuft. Etwas später erfahren wir, dass die Frau und Michael zusammengearbeitet haben. Er bezahlt sie dafür, dass sie die Aufmerksamkeit der Leute ablenkt, und dann steigen sie in den Zug. Er bemerkt dabei jedoch, dass auch die Polizei den Zug betritt, und verlässt ihn, ohne der Frau etwas zu sagen. Als nächstes treffen wir den CIA-Agenten Jean Breyer, der verhört wird, nachdem eine Mission, an der er arbeitete, fehlgeschlagen ist. Die nächste Szene zeigt uns jedoch einen Mann, der Sprengstoff in einen Teddybären steckt. Er sagt seiner Freundin Zoe, sie solle den Teddybären in ein Büro in der Zentrale der französischen Nationalisten bringen. Das Büro soll leer sein, sodass die Explosion nur dazu dient, eine Botschaft zu übermitteln. Zoe bereitet sich nun darauf vor, ihren Auftrag zu erfüllen, und packt den Teddybären in eine Handtasche, während Michael seine gestohlenen Gegenstände an seinen Kunden verkauft. Zoe kommt nun im Büro an und geht hinein. Sie lässt die Handtasche auf dem Boden liegen, bemerkt dann aber, dass doch einige Leute reinkommen, und beschließt, die Tasche zu nehmen und zu gehen. Michael steht draußen und beobachtet sie, während sie sich aufgeregt mit ihrem Freund unterhält. In der Annahme, es handle sich um etwas Wertvolles, stiehlt Michael ihre Handtasche, während sie abgelenkt ist. Zoes Freund sitzt dann mit einigen Handlangern in einem Auto. Sie sind besorgt, dass der Plan nicht aufgehen wird, aber er versichert ihnen, dass er alles lösen wird. Michael untersucht währenddessen die Tasche und findet den Teddybären, aber er ahnt nicht, dass er eine Bombe enthält. Dann ruft auch noch Zoes Freund ihr Telefon an, und Michael geht ran. Aufgrund der Interaktionen, die er zwischen Zoe und ihrem Freund bemerkt hat, denkt er, es sei nur ein Geschenk, und wirft den Teddybären weg. Bald darauf explodiert jedoch die Bombe und tötet 4 Menschen. Michael sieht sich verwirrt um und flieht daraufhin. Nach dem Vorfall sehen wir den Innenminister, der den Reportern und der Öffentlichkeit versichert, dass die Behörden die Terroristen finden werden. Es stellt sich dann heraus, dass es einer der Überwachungskameras gelungen ist, Michaels Gesicht zu fotografieren. Auch andere Überwachungskameras bestätigen, dass es Michael war, der die Bombe gezündet hat. Daraufhin wird er von den französischen Behörden als Terrorist eingestuft und in Paris unter CIA-Überwachung gestellt. Am nächsten Tag erfährt dann Michael, dass er von den französischen Behörden gesucht wird, und muss so schnell wie möglich fliehen. Auch der CIA-Agent Jean Breyer, den wir schon gesehen haben, erfährt von Michael und macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Da sie sein Telefon orten können, können Jean und sein Team die Wohnung von Michael leicht finden. Michael nimmt gerade sein ganzes Geld und bereitet sich darauf vor, die Wohnung zu verlassen, aber er entdeckt Jean und beschließt, durch das Fenster zu entkommen. Jean betritt seine Wohnung und verfolgt ihn direkt über die Dächer. Nachdem er mehrere Gebäude durchquert hat, betritt er ein Haus, aber Jean gelingt es, ihn für einen Moment aufzuhalten. Allerdings mischt sich der Besitzer des Hauses ein, und Michael gelingt es, zu entkommen. Jean setzt nun die Verfolgungsjagd über die Dächer fort und kommt in einem Supermarkt an. Michael kommt heraus und zieht sich eine gestohlene Jacke an, und Jean kommt dann ebenfalls nach draußen und beginnt sich umzusehen. Michael steht darauf in ein Moped und will wegfahren, aber Jean fängt ihn ab. Zoe ist zurück im Haus ihres Freundes und gesteht ihm, dass jemand ihre Handtasche gestohlen hat. Die Schläger rufen daraufhin den Mann an und sagen ihm, er solle Zoe festhalten, weil sie mit ihr reden wollen. Als er sie jedoch ansieht, gesteht er ihr, dass sie töten wollen, und fordert sie auf, Paris zu verlassen. In der Zwischenzeit bringt Jean Michael in den geheimen Verhörraum, der angibt, er habe nicht gewusst, dass in der Tasche, die er gestohlen hat, eine Bombe war. Er verrät auch Zoes Namen und sagt, dass ein bestimmter Mann auf ihrem Telefon angerufen hat. Er gibt an, ein professioneller Dieb zu sein, und Jean fordert ihn auf, seine Brieftasche zu stehlen. Es gelingt ihm daraufhin, das Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen und es in seine Tasche zu stecken. Der CIA-Agent ist beeindruckt, versucht es aber nicht zu zeigen. Als Michael dann zu seinem Platz zurückkehrt, stiehlt er schnell das Messer, das auf dem Tisch liegt. Andernorts suchen die Schläger die Stadt nach Zoe ab, um sie zu töten, da sie nun eine Zeugin ist, die zu viel weiß. Die Gruppe verfolgt ihr Telefon und sie erreichen den geheimen Verhörraum. Durch die Störung überprüft Jean die Überwachungskameras, und währenddessen befreit sich Michael mit dem Messer. Jean begrüßt daraufhin die Handlanger, die lügen, dass sie ein Paket an Zoe liefern sollen. Er sagt ihnen, sie hätten die falsche Adresse, aber als sie gerade gehen wollen, entdecken die Handlanger Michael. Jean kämpft daraufhin mit den Schergen, während Michael flieht. Gemeinsam gelingt es jedoch den Schlägern, Jean zu überwältigen und Michael zu verfolgen. Ein anderer CIA-Agent findet währenddessen Michaels Auftraggeber und erkundigt sich nach ihm. Jean sitzt im Auto und informiert seine Kollegen, dass Michael geflohen ist. Der andere CIA-Agent sagt, dass sie Michael finden müssen, bevor die französischen Behörden merken, dass sie auf ihrem Gebiet arbeiten.
Die Innenministerin isst währenddessen mit einem CIA-Agenten zu Mittag, der ihr gegenüber betont, wie wichtig es ist, Michael zu fangen, um das Vertrauen der französischen Bevölkerung zu gewinnen. In diesem Moment plant jedoch Raffi, der Anführer der echten Terroristen, einen weiteren Terroranschlag. Sie besprechen ihren Plan, 500 Millionen Dollar von einer Bank zu stehlen. Dabei stellt sich heraus, dass der französische Innenminister der Anführer der Terrorgruppe ist. Er bezahlt die Söldner dafür, dass sie vorgeben, Menschen in einer Moschee vor einer von ihnen installierten Bombe zu retten, nur um das Vertrauen der französischen Bevölkerung zu gewinnen. Infolgedessen werden die Menschen in der Moschee beschuldigt, die Bombenleger zu sein, obwohl sie völlig unschuldig sind. Der Plan geht auch auf und alle Medien berichten über diesen Vorfall und Michael bleibt weiterhin der Hauptverdächtige. Michael geht währenddessen zu seinem Auftraggeber, den er als seinen Vater betrachtet. Er schwört, dass er nichts mit der Bombe zu tun hatte und der Mann bringt ihn in ein Zimmer und sagt ihm, er solle warten. Sein Klient ruft daraufhin die Polizei an und Raffis Söldnergruppe ist auf dem Weg, ihn zu verhaften. Michael stellt fest, dass alle Türen des Raums verschlossen sind und sieht die Behörden draußen. Er findet schnell einen Spalt in der Wand und entkommt durch ihn. Als die Söldner dann reinkommen und ihn nicht finden, verprügeln sie daraufhin seinen Auftraggeber, weil sie glauben, dass er sie angelogen hat. Raffi bemerkt jedoch den Stuhl, der das Loch verdeckt und erkennt, dass Michael geflohen ist. Bald darauf kommt Michael auf die Straße und ein Scharfschütze wartet bereits auf die Erlaubnis, ihn zu erschießen, aber zum Glück holt Sean ihn in seinem Auto ab. Raffi und sein Team steigen daraufhin in ihre Fahrzeuge und verfolgen sie. Der CIA-Agent bringt Michael in den Unterschlupf von Zoes Freund Paul, der bei seinen Freunden wohnt. Paul weigert sich, Zoe auszuliefern und sie und ihre Freunde fliehen auf Motorrädern, nachdem sie Seans Auto angezündet haben. Michael und Sean sind daraufhin gezwungen, das Auto von jemand anderem zu stehlen und erreichen die Bar, in der Paul arbeitet. Michael betritt die Bar und provoziert direkt eine Konfrontation, indem er ein Handy von einer Person stiehlt und es in die Tasche einer anderen steckt. Dann stiehlt er Pauls Papiere und sie entdecken die Adresse seiner Wohnung, in der auch Zoe wohnt. Als sie sich dann auf den Weg zu Pauls Wohnung machen, wird auch Raffi über ihren Aufenthaltsort informiert und macht sich auf den Weg, sie zu fangen. Als sie in die Wohnung dann einbrechen, nimmt Zoe jedoch direkt Michael als Geisel und hält ihm das Messer an die Kehle. Sean kann sie jedoch entwaffnen und befragt Zoe über den Standort der nächsten Bombe und wer sie gebaut hat. Sie enthüllt, dass der Mann, den sie suchen, Jean heißt und eine Beziehung mit ihr hat und sie gibt ihnen seine Adresse. Auf dem Weg zu Jean steigen Raffi und seine Handlanger jedoch aus dem Auto und bedrohen die drei mit ihren Waffen. Sean fordert daraufhin alle auf, die Köpfe runterzunehmen und fährt davon, während Raffi auf das Auto schießt. Unterdessen spitzt sich die Lage in Paris zu, da die Zahl der Rebellen gegen die nationalistische Partei zunimmt. Der Innenminister ordnet daraufhin die Erhöhung der Alarmstufe an. Sean und die anderen beiden kommen nun bei Jean an. Ja, ich weiß, wer immer sich diese Namen ausgedacht hat, sollte eine gescheuert bekommen. Die Gruppe muss allerdings feststellen, dass sich Jean erhängt hat. Zoe bricht daraufhin in Tränen aus und Michael bringt sie weg. Sean findet währenddessen Jeans Ausweis und stellt fest, dass Jean ein Undercover-Polizist war. Er ruft daraufhin seine Kollegin Karen, eine CIA-Agentin, an und teilt ihr mit, dass die Unruhen in der Stadt von jemandem organisiert wurden. Karen schickt daraufhin jemanden, um sie abzuholen. Sie trifft sich auch mit dem Innenminister und teilt ihm mit, dass die französischen Behörden die Bombe vorbereitet haben, ohne zu wissen, dass sie gerade mit dem Drahtzieher hinter allem spricht. Karen informiert ihn auch über Sean, Michael und Zoe und bittet ihn, sie in Sicherheit zu bringen. Da der Innenminister jetzt jedoch weiß, dass Karen eine Zeugin ist, erschießt er sie aus nächster Nähe und befiehlt Raffi, Sean, Michael und Zoe zu fangen. Das Trio wartet nun auf das von Karen geschickte Fahrzeug und denkt, dass sie nun in Sicherheit sind. Während der Fahrt bemerkt Zoe jedoch, dass eine der beiden Personen im Wagen einer von Raffis Handlangern ist. Als die Schergen sie daraufhin töten wollen, kommt es zu einem Kampf. Jean gelingt es zum Glück, alle zu töten und sie stehlen den Lieferwagen. An anderer Stelle bereiten Raffis Männer einen Angriff auf die Bank vor und Sean geht zusammen mit Michael und Zoe dorthin. Sean findet heraus, warum der Innenminister Karen umgebracht hat und deckt seine dubiosen Pläne auf. Sean verkleidet sich daraufhin als Polizist und dringt in die Bank ein. Als die Söldner die Sicherheitskameras ausschalten und mit dem Bankraub beginnen, tötet Sean zwei Handlanger und betritt das Gebäude. Raffi überweist gerade 500 Millionen Dollar auf eine Festplatte im Tresorraum, als Sean die Bank betritt und beginnt, die Handlanger einen nach dem anderen zu erschießen. Als Michael und Zoe erkennen, dass Sean Hilfe braucht, steigen sie aus dem Van aus und rennen zwischen die Polizisten und die Demonstranten, was zu einem Chaos führt. Die Demonstranten brechen die Tür der Bank auf und dringen ins Innere ein. Währenddessen gelingt es Sean, alle Söldner in der Haupthalle auszuschalten und in den Tresorraum zu gelangen. Im Tresorraum kommt es zu einer Konfrontation mit Raffi und seinem Handlanger, wobei der Handlanger getötet wird, Raffi aber entkommen kann. Als der Innenminister merkt, dass seine Männer überfordert sind, ruft er Raffi an, um den Geldtransfer zu stornieren. Doch dieser weigert sich.
Daraufhin weigert sich der Minister, ihn weiter zu unterstützen, aber Raffi droht, ihn für den Anschlag verantwortlich zu machen, falls er erwischt wird. Raffi verlässt daraufhin den Tresorraum, doch Michael stiehlt auf Shaws Anweisungen hin die Festplatte. Als er dann merkt, dass die Festplatte gestohlen wurde, nimmt Raffi Zoe als Geisel und droht, sie zu töten. Jean stößt zum Glück Michael zu Boden, als Raffi gerade auf ihn schießen will, aber daraufhin eröffnen die Agenten das Feuer auf Raffi und töten ihn. Michael flieht nun aus der Bank, während Jean sich von seinen Schusswunden erholt. Als nächstes trifft Michael den Innenminister in einer Kirche, wo er einen Reisepass, Flugtickets nach Brasilien und $100.000 in bar im Austausch für die Festplatte verlangt. Nachdem er dem Minister die Festplatte ausgehändigt hat, begeben sich die beiden in den Tunnel, in dem sich die angeblichen $100.000 in bar befinden. Doch stattdessen richtet der Minister eine Waffe auf Michael. Dann kommt aber auch Jean hinzu, richtet die Waffe auf den Minister, schießt dann aber auf Michael als Rache für seinen Verrat. Als dann die anderen Agenten eintreffen und den Minister verhaften, steht Michael wieder auf und verrät, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat und eine kugelsichere Weste trägt. Der Film endet schließlich damit, dass Michael Jean die Festplatte übergibt. So, und damit endet unsere heutige Filmvorstellung. Mir persönlich hat der Film jetzt nicht so richtig gefallen. Die schauspielerischen Leistungen waren zwar klasse und die Action war echt gut, aber so richtig mitgerissen hat mich der Film nicht. Ich denke, da hätte man auch mehr draus machen können, aber insgesamt kann man den Film auf jeden Fall mal anschauen, deswegen würde ich ihm 3 von 5 Sternen geben. So, wenn euch aber neben dem Film auch die Zusammenfassung gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schaltet die Benachrichtigung ein, damit ihr noch viele, viele andere Filme bei uns vorgestellt bekommt. Zum Schluss möchte ich dann noch Karl Pfeffer grüßen. Er schreibt, ab Minute 108 bis Minute 146 musste ich mich so kaputt lachen. Tolles Video, macht weiter so. Hey Karl Pfeffer, ich danke dir sehr für deinen Kommentar und dein Kompliment. Es freut mich sehr, dass es dir Spaß gemacht hat und ich hoffe, dass dir auch unsere zukünftigen Filme gefallen. Und für alle, die sich fragen, worüber Karl hier spricht, es geht um unser Video im Jahr 51 vor Christus darf nur der Mann, der das Passwort kennt, das Mädchen heiraten. Ist ein ziemlich lustiges Video, schaut es euch gern mal an. So, und wenn ihr anderen noch Meinungen zum Kanal habt, mich etwas fragen möchtet oder einfach mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid auch ihr in einem der nächsten Videos mit dabei. Bis dann!